Servus, Gate Wargamer, Hardcore-Stratege und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Distant Worlds 2 und die unendliche Vorbereitung für den, ja, hoffentlich nicht unendlich langen Krieg. Jetzt hoffe ich erstmal, dass meine, weil manchmal sind die Flotten ein bisschen zickig. Ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich die ein oder andere Sache auch falsch mache. Würde mich jetzt nicht wundern. Aber manchmal sind sie ein bisschen störrisch. Und ich hoffe sehr, dass unsere Invasionsflotte. Auch ordentlich jetzt wieder auch zurückfindet den Weg, denn ja, wäre schon nicht verkehrt. Wieso habe ich denn hier Eskorten gebaut bei Sheketare? Eigenartig. Habe ich Eskorten gebaut? Wüsste ich jetzt eigentlich nicht, gell? Minenstation bei MIF 2. Ah, ist auch bei uns direkt im Sektor. Sehr gut, kann man machen. Nachricht von Harkonnish Industries. Handelsabkommen. Ne, ablehnen. Was ist denn jetzt eigentlich mit unserer neuen Flotte? Habe ich die gar nicht gebaut? Doch, oder? Fremdenlegion, Einsatzflotte, 20. Verteidigungsflotte, da ist sie ja. Wo sind wir denn jetzt? Ach, Heimatbasis, check it, da habe ich sie falsch. Habe ich falsch gebaut. Ja, wir warten noch, bis die alle zu Ende gebaut sind. Fregatten, Zerstörer, Eskorten, ja, okay. Dann bauen die das da oben. Das restliche Geld sparen wir uns jetzt noch für unsere. Schlachtschiffe. Und wir wollten auf der Erde noch weitere. Jetzt können wir wieder Einheiten bauen. Zweimal Infanterie, einmal Panzer, einmal Special Forces. Komm, bauen wir nochmal Panzer und Infanterie. Und da schickt man dann unsere zweite Invasionsflotte hin. Ist eh schon da. Genau, die können dann hier aufladen. Momentan haben wir 660.000 Truppen von 150.000. Wie sieht es bei der ersten Invasionsflotte aus? 165.000 von 200.000. Ja gut, die sind natürlich echt riesig. So, wir sehen es jetzt auch gerade, die haben schon aufgetankt. Und die Reichweite am grünen Zirkel, sieht man es, die reicht jetzt auch wieder hier runter. Das heißt, wir können die erste Invasionsflotte auch wieder als Heimatbasis geben wir jetzt hier an. Die sollen sich hier auftanken. Tanke auf bei Itzoa Raumhafen. Ja. Dann haben wir hier unsere Einsatzflotte. Den lassen wir mal umbauen zu den neuesten Designs. Solange wir noch nicht im Krieg sind. Oh, ich bin vielleicht aufgeregt. Also, wir haben eine Verteidigungsflotte hier oben, wir haben nachher eine Verteidigungsflotte hier, wir haben zwei Flotten plus eine Invasionsflotte hier unten, wir haben zwei Flotten plus eine Invasionsflotte hier oben und wir haben zentral noch eine Flotte, ich frag mich nur gerade, wo ich die hin habe. Wo habe ich denn die hin? Sollte man das vielleicht erstmal Einsatz. Ja, eigentlich ist die Einsatzflotte ja die Flotte, die ich für sowas. Komm, ich baue jetzt noch einmal um. Die Einsatzflotte verlegen wir jetzt hier auf Efriadni. Heimatbasis. Dann sollen die dort verteidigen und dahin fliegen. Gut. Hoffentlich habe ich jetzt nochmal alle Flotten benannt, die ich so benannt haben möchte. Einsatzflotte kommt, zweite Flotte ist da, Nordmeerflotte ist da oben. Erste Atlantikflotte, wo bewegt die sich gerade hin? Ah, die tanken auf. Die schickt man jetzt hier runter zum Tanken. Tja, Flottenmanagement ist komplex.
Tanke auf bei Izua. Dann haben wir da zwei Flotten. Im Norden haben wir auch zwei Flotten. Ja, Nordmeerflotte, Atlantikflotte, dritte Ostseeflotte, Invasionsflotte. Habe ich denn in der Invasionsflotte alles drin? Ja, Truppentransporter, Kreuzer sind drin, Fregatten sind drin, das passt. Hier bauen wir eine neue Minenstation. Neue Kolonie gegründet hier oben. Sehr schön. Das war das mit diesen Sluken. Verwerfen. Minenstation bei Dobroleon. Ich überlege fast, ob ich das nicht komplett auf Automatik setze, wo die was bauen. Letztendlich lehne ich ja nur ganz selten was ab. So, die Verteidigungsflotte ist mittlerweile... Ne, noch nicht fertig, dauert noch ein bisschen. Die Fregatten werden noch gebaut. Wie lange dauert es noch für unsere Schlachtschiffe? 2 Jahre. Ah, interessant. Hier haben wir anscheinend unseren Radius erweitert. Unser Einflussgebiet. Und wir würden von den Harkonisch... Ne, das bietet man nicht an. Iron Point Defense abgeschlossen. Ich muss direkt mal schauen, wie viele Fracht es momentan schon gibt. Ich mache jetzt kurz Pause, denn ich möchte mir Diplomatie nochmal anschauen. Harkonisch sind die noch im Krieg? Nein, sind nicht mehr im Krieg. Schade, schade, schade. Ah, da spinnt das Spiel ein bisschen. Mal schauen, ah, wir den Griff bekommen. Sehr gut. Ja, schade, wäre natürlich gut gewesen, wenn die noch im Krieg gewesen wären. Sind sie aber nicht. Vielleicht sollte ich direkt mal bei den... Wo sind sie denn? Harkonisch freundlich, Tiken sind empört. Wo sind sie denn? Xenox Dominion. Xenox Dominion, habt ihr gerade Krieg irgendwo? Nein. Kein Krieg. Ah, da spinnt das Spiel ein bisschen rum. Gut, heben wir die Pause auf. Wäre auch zu schön gewesen. Tower of Sistuini. Uralte Ruine einer verlorenen Zivilisation bei Marsh, die Swampland mit Sistuini 2 im Sistuini-System. Sehe ich es irgendwo? Blinkt es irgendwo? Ja, komm, untersuchen Sie mal. Eine aktarische Kolonie gefunden. Wieder Schäden erlitten durch den Krieg. Sollen wir alle Gebiete untersuchen oder nur die safe sind? Ich würde sagen, wir untersuchen alle Gebiete. Biologische Waffen kamen hier zum Einsatz. Wir haben 2 Technologien gefunden und einen beschädigten Medizinkomplex. Und wir haben die Navigationskoordinaten der aktarischen Hauptstadt gefunden. Fast Interceptors haben wir erweitert und Fast Bombers. Und Navigationshinweise haben wir erhalten. Vielleicht sollten wir ein Schiff schicken, um diesen Ort zu untersuchen. Ist es hier? Da ist die Frage. Ja, wisst ihr was? Wir könnten natürlich jemanden hinschicken. Das machen wir auch. Erkundungsschiffe, alle Schiffe, untätige Schiffe. Die Idle Voyager, das passt. Erkunde Aktara. Gut. Fast Interceptors Forschung abgeschlossen. Es kann sein, dass wir dadurch jetzt unsere Flotten nochmal upgraden können. Aber noch haben wir ein bisschen Zeit. Wo wird das gebaut? Da oben. Ja, komm.
Schauen wir doch mal, was mit den Flotten ist. Einsatzflotte. Die werden umgebaut. Zweite Flotte, Pazifikflotte. Flotte umbauen. Atlantikflotte ist unterwegs. Das ist tatsächlich jetzt eher eine Frage, wann denn die Schiffe alle da sind. Nee, weißt du was, die lasse ich jetzt nicht umbauen. Da ist mir jetzt der Weg zu weit. Ja, jetzt sind sie schon gesprungen. Na gut, komm, wir lassen sie noch einmal umbauen. Wir haben ja eh noch Zeit, bis unsere Schlachtschiffe dann endlich gebaut sind. Bau von Fregatte abgeschlossen. Das heißt, unsere Verteidigungsflotte ist vielleicht schon fertig. Nee, benennen wir sie mal hier oben. Verteidigungsflotte Kestus Junction. Kestus, damit ich auch gleich weiß. Kestus Verteidigungsflotte. Und dann würde ich sagen. Ui, was ist hier? Ach, unser Zerstörer, der im Bau ist. Was ist jetzt hier Kestus? Nee. Mal bei Schekitare. Hierhin. So, dann setzen wir das jetzt nämlich hier als Heimatbasis. Sollen verteidigen. Setzen wir mal die Flottentaktiken fest hier. Flottenschlotttaktiken, Schilde unter 20% Panzerung oder 50. Einsatzreichweite, gleiches System. Wisst ihr was? Da gehen wir auf gleichen Sektor. Sektorreichweite, ja. Gut. Die müssten sich jetzt dann eigentlich eigenständig dahin bewegen, sobald das letzte Schiff gebaut ist. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wir sehen schon, hier ziehen sich auch Flotten zusammen. 11. Verteidigungsflotte, was haben wir bei Doom und Cars? Eine relativ große Flotte hier auch. So, sehr schön. Wir verbreiten uns jetzt hier schön in dem linken Bereich der Galaxie, das gefällt mir. Gut, es wird Zeit. Schlachtschiffe, wie lang noch? 1,12 Jahre. Minenstation, ja. Das werden wir uns jetzt hier oben schön einverleiben. Gut, dann schauen wir nochmal, wo unsere restlichen Flotten sind. Die Einsatzflotte. Genau, die werden gerade umgebaut, wollen aber dann verteidigen dann Efoyatni, das ist hier. Dann die zweite Flotte ist da, wo sie hingehört. Können wir die noch umbauen? Flotte umbauen, so neues Design bei Doom und Cass. Hehe, wisst ihr was? Das machen wir. Denn Doom und Cass ist eh da, wo wir hinwollen. Ist die Frage, ob es nicht zu offensichtlich ist. Wir setzen jetzt hier auch die zweite Pazifikflotte als Heimatbasis. Doom und Cass. Da bin ich gespannt, aber dann sind wir ja schon mal im richtigen Sektor. Dann können wir unseren Überfall wirklich schnell starten. So, dritte Flotte wird umgebaut. Zweite Invasionsflotte. Wo ist die jetzt? Ja, die ist auf Terra Nova. Da können wir jetzt eigentlich noch die restlichen Truppen einladen. Wo sind wir? Terra Nova hier. Ladetruppen bei Terra Nova. Und wenn die voll sind, verlegen wir sie dann auch schon in den Sektor bereit für den Angriff. Hoch hier nach Villakeia. Dann brauchen wir bloß noch unsere Schlachtschiffe. Gut, ich bin gespannt.
Sarita will sich wieder mal anschließen, aber ihr seht, ich mach's mal, das funktioniert einfach nicht. Und wir sind hier endlich im Plus, zumindest ein bisschen. Vermögen haben wir jetzt auch schon wieder relativ gut. Ich würde fast sagen, es wird Zeit für eine weitere Kolonie. Ich mache jetzt mal kurz die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer. Kolonien. Neue Kolonie. Wir schauen mal. Aquae, das wäre direkt hier oben drin. Das wäre auch interessant. Eviatars, ich dachte, da habe ich schon mal jemanden hingeschickt. Continental Moon. Moat. Die sehe ich gerade nicht aufblinken hier. Moment, hier wird was von mir gefordert. Kolonieschiff. Ja, bauen wir mal. Ich würde sagen, wir schicken nach Eviatars, das ist hier oben. Dann können wir gleich unser Grenzgebiet hier feststecken. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Und hier oben haben wir tatsächlich im Kestus-System haben wir Gravilex, aber darum kümmert sich dann hoffentlich die Kestus-Verteidigungsflotte soll angreifen. Stärke 1200. Ich lehne es mal noch ab. Die ist momentan noch sehr schwach, die Verteidigungsflotte. Hat die bloß 1200 Stärke. Ist ja Wahnsinn. Ist ja nix. Muss ich hier noch was dazu stecken? Was haben wir denn hier noch? Schiffe ohne Flotte. Ist der was? Wir stecken hier die Schiffe, die. Was haben wir denn hier noch? Truppentransporter. Die Black Dragon. Zur Gestis-Verteidigungsflotte. Dann nehmen wir mal diese ganzen Schiffsmodelle, die von fremden Rassen kommen. Was haben wir denn hier noch? Eskorten. Fregatte. Eskorte. Treibstofftanker. Hier sind noch jede Menge Eskorten. Nehmen wir die noch mit dazu. Verstärken wir jetzt einfach mal die Kistenverteidigungsflotte hier oben. Was haben wir hier noch? Eskorten. Vielleicht noch irgendwie eine Fregatte oder sowas. Truppentransporter. Komm, wir stecken die auch noch dazu. Gut. Das läuft. 195 Tage noch für unsere Schlachtschiffe. Jetzt bin ich gespannt, ist. Ah ja, die bewegen sich jetzt hier schon hin. Ein Geschenk für Ebo auf 2. Wisst ihr was? Damit fangen wir jetzt langsam mal an. Was kostet es das? 25.000 Geschenk anbieten. Das hört sich im ersten Moment relativ teuer an. 25.000 und das kommt bestimmt nachher nochmal 25.000 und nochmal. Ah, jetzt wollen sie sich uns anschließen. Das ist gut. Ja. Hervorragend, kolonisieren. Ein Kolonieschiff kostet schon über 40.000 und dann muss ich über Jahrzehnte da quasi Koloniekosten reinstecken, damit sich das lohnt. Die Kolonie ist quasi schon fertig. Das heißt, die ist von Anfang an mehr oder weniger rentabel. Ja, Freihandelsabkommen brauchen wir jetzt nicht. Die können eh bald zu uns. Was haben wir hier? Unbekannte Objekte entdeckt. Ja. So, wie sieht es denn aus mit den Flotten? Verteidigungsflotte, wie stark sind die? 3000 Minenstationen bauen. Wo wollen sie die bauen? Hier oben. Das Schöne ist, wir können den ganzen Sektor hier zupflastern. Da sich hier noch niemand befindet. Kolonieschiff ist gebaut. Schauen wir mal, wo die hingeschickt wird. Es
war wahrscheinlich das Kolonieschiff für den Planeten hier, für das Sol-System, aber das klappt ja immer nicht. Den Intrepid Guide für Menschen. Schauen wir mal ganz kurz. Neue Kolonien. Ja, ihr seht es hier. Kolonisierung von Sarita abbrechen. Das wird nicht klappen. Das heißt, ich kann aber noch einen Planeten. Eviatas. Da kann ich doch jetzt hier die Intrepid Guide hinschicken. Ja, da schickt man die jetzt endlich hin, die Intrepid Guide. Ancient Debris Field. Wo ist das? Cruiser, Fregatte. Oh, da drüben in dem Gebiet. Nee, verwerfen wir. Das braucht's nicht. Oh, wieder ein Suchhubschrauber. Ich wohne hier direkt an der Isar und wir haben ungefähr zweimal in der Woche Suchhubschrauber für Leute, die betrunken in der Isar landen. Hier trinken auch relativ viele Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben auch noch recht gefährliche Stelle hier. Würde man nicht glauben, ist aber so. Oh, jetzt wird's laut. Einsatzflotte. Ich muss immer wieder meine Flotten überprüfen, was hier eigentlich los ist. Die werden immer noch umgebaut. So, verlassenes Schiff repariert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es endlich mal uns gehört, das Schiff. Die Fatal Emperor. Wieder nicht. Was mache ich hier falsch? Wahrscheinlich liegt es daran, dass hier... Gott, zack. Ah, die haben da schon eine Bergbaustation, wisst ihr was? Da schicke ich unsere Einsatzflotte hin. Da schicke ich unsere Einsatzflotte hin. Sobald die umgebaut ist. Kann ja nicht sein, dass es mit den Schiffen immer nicht klappt hier. Einsatzflotte. Keine Mission, aber doch, die wird umgebaut, immer noch. Ist die Frage, wie lange noch? Ärgerlich, ärgerlich. So, verlassenes Schiff repariert. Worthy Execution, ne? Jetzt bin ich gespannt, ob das mal uns gehört. Verlassen. Oder brauche ich da, oder brauche ich dafür militärische Schiffe, um die einzunehmen? Das wäre vielleicht nie, das wäre vielleicht eine Sache. Nee, gehört uns. Worthy Execution, da hat es geklappt. Wir haben eine verlorene Kolonie der Akdarianer gefunden. Wo? Oh, Pause. Ja, das wissen wir. Die Bewohner haben uns willkommen geheißen und wir haben die Kolonie für unser Reich beansprucht. Jetzt haben wir da quasi mitten im Reich der Tikrin Corporation einen akdarianischen Planeten. Sehr gut. Capital Ships Forschung abgeschlossen. Jawohl. So, jetzt wird es Zeit für eine Pause. Denn jetzt baue ich Schlachtschiffe. Schauen wir mal, ob wir auf Fali Major Schlachtschiff bauen können. Müsste eigentlich gehen, oder? Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wie die Schlachtschiffe denn eigentlich aussehen. Schiffsdesigns. Schlachtschiff. Ändern. Was haben wir denn? Oh, hehehehe. Jede Menge Waffenslots hier. Ein Defekte, drei Empfehlungen. Externe Komponentenschächte sollten vollständig gefüllt sein, bevor interne Komponentenschächte verwendet werden. Sensor. Crewkapazität ist voll. Wir haben Medium Starfighter Bay, Railgun, Concussion Missiles, Buckling Repeating Blaster, Ionenkanone. Ich glaube, die Ionenkanone, die sind nicht so gut.
Ist da was, wir designen die mal neu. Schlachtschiff verbessern. Jetzt schauen wir mal. Wahrscheinlich ist es eher verschlimmbessern. Concussion Missiles. L steht übrigens für Large. Komponente. Wir haben noch 15 Tonnen übrig. Was wegen die Concussion Missiles? 72. Heavy Railgun. Können mal schauen, Schaden. Die Railgun hat einen größeren. Achso, da war. Ein Moment. Concussion Missile. Jetzt habe ich den Atomic Devastator. Ich depp. Concussion Missile. So. Heavy Railgun hat mehr Schaden als die Concussion Missiles. Ist aber auch leichter. Ja, da kenne ich mich. Intimidator Search Blast. Zielsuchend. Ne, Flächenwaffe. Da kenne ich mich ehrlich gesagt zu. Was ist der? Ja. Kenne ich mich einfach zu wenig aus. Shatterforce Beam. Feuerart Vollstrahl. Entfernung. Distanzwaffe. Schaden. Plus 44. Was hatten das für eine Entfernung? Größe 72. Schau grad, wo steht der Reichweite? Ah komm, wisst ihr was? Ich lasse die Schiffe so, wie sie sind. Ich lasse die Schiffe so, wie sie sind. Ändere mal lieber mal nix. Komm nochmal raus, nochmal rein. Also nochmal Schlachtschiff. Ich möchte es noch einmal anschauen. Ändern. Concussion Railgun. Railgun Medium. Kann ich denn da keine große Railgun reinstecken? Ah, ich habe noch gar keine großen Railguns. Okay. Ionenkanone. Komm. Wir lassen unsere ersten Schlachtschiffe so, wie sie sind. Und bauen jetzt ein Schlachtschiff. Erkundungsschiff. Wo sind sie denn? Zerstörer. Baue Schlachtschiff. 32.000 Credits. Ein Schlachtschiff hier. Und ein zweites, für jede der Flotten möchte ich jetzt ein Schlachtschiff haben. Wir haben ja gesagt, hier in dem oberen Bereich machen wir zwei. Das heißt, wir können auf Dukapeki. Ist die Frage, können wir bei Doom und Cast nicht direkt eins bauen? Schlachtschiff. Das zweite Schlachtschiff bauen wir jetzt hier drüben, dass es nicht so auffällig ist. Wahrscheinlich ist es dem Spiel komplett wurscht, gell? Aber mir nicht. Schlachtschiff. Vier Schlachtschiffe werden gebaut. Die Pause hebe ich jetzt nicht auf. Und wir machen jetzt hier auch eine Pause. In der nächsten Folge komplettieren wir die Schlachtschiffe und dann vielleicht geht es in der nächsten Folge auch schon los. Und da bin ich gespannt, wie viele Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte, ich habe keine Ahnung, wie es dem Spiel ausmacht. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut, ciao, pfiat euch, servus.